Folge 5 von Metal Gear Solid. An meiner Seite wieder der... Metal Gear? Ich bin Metal Gear! Verneigt euch vor mir! Nein, es ist tatsächlich leider nur Norbert. Also, es ist Gott sei Dank immerhin ja. Norbert. Ja. Hätte auch sein können, dass sich nur Metal Gear neben mich setzt. Nein, also ja, willkommen Norbert, willkommen Zuschauer. Ich leg mich mal hin. Hab ich das jetzt gemacht? Wie steht man nochmal auf? Scheiße. Ach ja, mit X. Okay. Ach nee. ja, ihr merkt es schon wieder eine Woche her, dass wir das gespielt haben. Also Gymnastik mal morgen. Genau, wir waren in der Armory, also in der Waffenkammer und hatten praktisch nur noch einen so einen Wanddurchbruch, wo wir durch mussten. Wo wir noch nicht so richtig waren. Und zwar den hier. So, und jetzt schauen wir mal, was es hier so gibt. Sieht mir nach dem Gefängnis aus und nicht nach dem... Ja, irgendwie ein bisschen... Naja, auf jeden Fall so unterirdisches Zeug, irgendwie Katakomben. Also ich glaube, hier kann man was kaputt machen, da kommst hinten nicht. Hinten ging es nicht weiter, oder? Nee, hinten ging es nicht, hier ist nur so Schatten. Ach so, Zeug, okay, Wand halt. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal das hier kaputt. wie ging das nochmal? Ja, nee, Book. C4, da. Wie das wendet... Stand da gerade die Erklärung? Nee, doch. Ah! Habe ich ja sogar richtig gemacht. Ich nehme mal vorsichtshalber wieder eine Waffe, weil ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo hier genau der Endgegnerkampf kam, aber irgendwo hier war einer. Ah. So, also hier sind zwei Wände. Zwei Wände, scheiße. Ich mach mal zuerst die hier. Ja, wie ihr schon seht, irgendwie kommt jetzt hier gleich was Wichtiges, wenn ich ständig von Endgegnerkampf rede. Wir haben eben, als wir das Spiel geladen haben, gesehen, dass das letzte Mal, dass ich in diesem Spiel einen Speicherstand geladen habe, war im Jahr 2005. Das heißt, ist jetzt auch mal knapp 9 Jahre her. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mir das nicht zum Verhängnis wird. Kannst du dich noch gut daran erinnern, wie es war? Ah! Was war denn das jetzt? Da war jemand. Willst du mal First Person? Guck mal, was ist. Ja, also da ist jetzt nur eine Tür, aber die bringt uns eh nichts, weil die hier Schlüsselkarte Level 6 hat. Wir haben ja nur Level 1, glaube ich. Würde ich mal sagen, gehen wir jetzt. Lassen wir erstmal das bleiben und machen die Tür hier auf. Die Wand hier auf. Und bam! Das habe ich kaum noch C4, aber brauche ich ja wahrscheinlich eh nicht. Ladeschirm. Oh Gott, was passiert? Video. Etwas sehr Ungewöhnliches bei Metal Gear. Netz der Spinne. Oh nein. Am I too late? Dann wohl dieser Mr. Baker. Und das ist alles Zündschnur? Ja, sowas in der Art. Kommst du darauf? You're the Arms Tech President Kenneth Baker, right? Nö. Don't worry. Für den Clown. I'm here to save you. No! Don't touch it! Okay, Mann. C4. Was für eine Scheiße. Ausgewichen. Hat jemand over the top gesagt? Ja. Oh, der Controller vibriert die ganze Zeit so saudoll. Right. Touch that wire and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. Ich bin sein Liebhaber. And you? Special Operations Foxhound. Revolver. Angeber. Ja. Bisschen nervös, der Typ, ne? Mhm. Ein paar Kamerafahren. Ocelot. Der kann auch gar nicht mehr aufhören, wenn er einmal angefangen hat. Patrick Zimmerman spricht den. Jetzt weiß ich nicht, ob der Sprecher das auch noch die nächsten paar Spiele macht. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. Ja, das passt schon. Aha. Vom
Was hat er jetzt davon, wenn das in die Luft fliegt? Er ist doch mit da drin. Ja, aber er ist ein super Spezialagent und steht voll drauf, sich selbst zu opfern oder so. Dafür lebt er aber erstaunlich lange. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. Six bullets. Jetzt nicht More mehr. than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Vielleicht wegen seines Revolver. Ich glaube, das ist gar nicht so kompliziert. Hat er jetzt. Jetzt geht's los. Ja, was hat er? Na, er hat doch alle Kugeln rausgemacht und nur eine rein, oder? Ja. Das muss ja wohl reichen. So, man muss immer in Bewegung bleiben. Oh, aua. Ich bin leider gegen eine Wand gerannt. Hä? Oh, ich muss erst die Waffe wieder anwählen. Das ist ja fies. Weil er die weggesteckt hat. Ich hasse ihn. Ah, wo ist er denn? Ah. Geht nur noch eine rennen? Au. Oh. Aha. Krieg den. Aus der Perspektive kann man nicht zielen, ne? Nee. Ja, ich krieg den so auch nicht. Au! Ich wollte eigentlich schon fragen, was passiert eigentlich, wenn man in die Mitte reinrennt? Jetzt wissen wir es. Ja. Stupid fool. Ja, ist ja gut. Macht das Sinn, die Richtung zu wechseln? Ich weiß es nicht, müssen wir mal ausprobieren. So, ich würde Wollen sagen, wir ich. Revolver ziehen? Ach ja, stimmt. Guck mal, da ist die Kugel neben mir in der Luft. Wenn ich doch bloß einen Revolver hätte. Das ist nicht angewählt. Ach, scheiße. Muss da so kommen. Ich glaube, du musst erst eine ganze Weile. Oh, jetzt. Ja, ich krieg nicht. Es ist aber gar nicht so einfach mit der Steuerung, dass ich da nicht reinrenne in die Mitte. Kann der jetzt mal bitte feuern auf mich? Man muss dann immer erst stehen bleiben. Ja, ich habe ihn mal kurz gelockt, indem ich. Ich glaube, du musst dann immer in die First Person gehen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn. Na, die gab es aber allerdings ja früher noch nicht, also im Originalspiel. Das heißt, es muss ja auch irgendwie ohne gehen, aber ich probiere es jetzt. Oh. Wo ist er denn? Links, genau. Da dazwischen im Spalt. Ach. Aber du kannst natürlich so lange warten, bis er nachlädt, oder? Ja, das mache ich ja. Habe ich jetzt. Warte. Jetzt Seitenwechsel gleich. Gleich schießt er. Jetzt. Ach, schade. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich auch noch zwei Schuss dran. Jetzt. Er steht wirklich immer genau auf der anderen Seite, dieses Arschloch. Oh Mann! Oh, guck mal, wie die Kugeln abprallen von der Wand. Das ist ja auch ganz schön geil. Das ist aber. Der rennt auch genauso schnell wie einer selber, also muss man den ja. kurz schießen. Darf ich mal kurz stehen, aber. Au! Und dann passiert sowas. Aber cool, dass sogar das Blut an der Wand schon. Hm. Wechsel mal die Richtung. Das Gott. Ja, genau, guck mal. Mann, ist es immer gleich. Das ist nervig. Jetzt jagen, dass er nachlädt. Ach, er lädt auch im Rennen nach, ja. Das gibt's doch überhaupt nicht, ey. Krieg den Sack nicht. Ich glaube, man muss wirklich über die Ich-Perspektive rangehen. Ne? Wahrscheinlich. Ach, ja, über Bande. Du Arsch. Das ist echt Ocelot. Der Typ ist gut. Boah, ich auch. Aber er verliert kaum mein Leben. Ja. Na gut, dass ich so ein paar Rationen dabei habe. Jetzt hat er wieder sechs Schuss, jetzt wird's wieder lustig. Au! Hat er mich aber nicht getroffen. Nicht? Nee. So viel Leben hatte ich vorher auch. Ach, Mann! Aber guck mal, er bleibt dann immer so leicht hinter der Ecke stehen, also könntest du das genauer ziehen. Nein, 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 nein! Komm schon!
Fuck. Au! Spinnst ja wohl. Der lädt. Ey, jetzt hatte ich ihn doch aber fast. Jetzt. Ziel. Ach, fuck, ey. Das ist aber auch ein Endloskampf. Yep. Ja, komm. Ein bisschen Rationen habe ich noch. Das kann ich noch ein paar Mal machen, so. Auf die Art. Kannst du im Laufen schießen? Ja, aber dann sehe ich halt nicht, wo ich hinschieße. Und der ist immer gerade so um die Ecke dann, also. Dass ich mich automatisch heile, solange ich die Ration angewählt habe. Ja, weil, nee, ich kann nicht im Laufen schießen, also bleibt immer kurz stehen. Das reicht ihm halt, um wegzulaufen. Jetzt hast du nur 2 Schuss und ob du bald nachladen musst. Ja. Na gut. Links. Ja, scheiße. Schade, dass man auch nicht nachladen kann. Musst du gleich die, Waffe wechseln. Ja. Worked. For fucking me. Ja. Noch 3 Schuss. Das ist nicht gut. Ja, es ist nicht so schlimm, ich hab ja... Er mit seiner bekackten Bande auch immer. Okay. Hab ja Gott sei Dank noch eine Zweitwaffe. Der Trend geht zur Zweitwaffe. Das musst du treffen. Jetzt über links laufen. Über rechts. Jetzt steht er da hinten. Da ist auch Muni. Ah, da kann ich immer nur einen Schuss abgeben. Hallo. Oh, wie wenig Leben ich nur noch hab. Wird doch nichts. Geh mal bis zum Rand, weil da stehen überall so kommen. Ja. Weil die andere Waffe ist einer die Stärke. Ist doch klar, mach ich. Mahan. Au! Au! Boah, das ist ja mies. Jetzt ist da auch noch so ein Rohr geplatzt. Ey, dieses Spiel, das macht einen ja irre. Das macht einen wirklich irre. Ich renne inzwischen seit 10 Minuten im Kreis. Ja, das ist schon echt anstrengend, ne? Ja. Weißt du noch, wie ich als Kind wirklich da eine halbe Stunde gebraucht habe oder so? Also, ich glaube, der Kampf war auch nochmal deutlich schwerer damals in der Originalversion. Scheiße! Oh. Das könnt ihr doch nicht. Man sieht überhaupt nicht so richtig da hinten, wo man hinläuft. Also ihr merkt, selbst unser Ass Dennis hier verzweifelt schnell an den Sachen. Ich bin ein Ass. Seit wann das? Ein Ass. Entschuldigung. Ah, danke. Das wollte ich hören. Hiding won't help you. A gun's power isn't in its muzzle velocity or its cover. Jetzt. Scheiße, ich hab's versucht! Aber du hast ja noch halb Leben. Ja, aber leider ist alles in Luft geflogen. Ich bin, Gott sei Dank. Alle Granaten werden ja auch nicht gehen. Nee, da wird, das geht alles nicht. Ich muss leider mit der Pistole arbeiten. Ich wollte es nur mal probieren, ob es vielleicht funktioniert. Hätte ja klar. Wolltest können. Cheaten? Shitten wollte ich. Voll shitten. Ob ich ihn stunnen kann mit so einer Blendgranate oder sowas? Wahrscheinlich auch nicht. Da probierst du mal. Chef Grenade. Ach nee, ich habe ja gar keine. Nee, ich habe nur normale Granaten und EMP-Granaten. Also, naja. Gut, dann. Ach, nein! Ich will doch zur Pistole. So. Auf jeden Fall kein Zug. Ja, ich ziehe ja schon. Einfach mal über die Diagonale von jetzt. Etwa jetzt. Ja, da sehe ich leider durch die Säule nicht so viel. Ich muss. Aber er muss sich ja auch immer sehen, um zu schießen. Und nein! Mann! Weil dann die Kameraperspektive immer wechselt und ich nicht mehr weiß, wo ich hinlaufen muss. Ah! Aber so könnte man es machen, dass ich immer nur 2-mal kurz schieße und dann wieder weiterlaufe. Kein Problem, das kriegen wir alles hin, ja. Das ist jetzt hier. Kann sich nur noch um Minuten handeln. Richtig. Ach, ich hab's wieder nicht gewählt. Mann. Dummer Snake. Wow.
Mann! Ist wirklich. Ich habe das Gefühl, es ändert wirklich dann immer so ein bisschen die, die Richtung. Dass ich... ja, vielleicht musst du länger warten, bis du mit der Kamera raus bist. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich entschuldige mich für dieses Versagen. Es ist nicht entschuldbar eigentlich. Solange wir nicht beleidigend werden. Lass mir! Ich hasse dich! Jetzt. Hier so. Na, schon mal. Ja, ein bisschen was weg. 5%. Ich verstehe aber nicht seine zweite Leiste so richtig. Er hat ja da noch so eine weiße unten drunter. Check ich nicht so ganz, was ich damit machen muss. Seine Erfahrung. Die Erfahrung steigt. Nein! Oh, Baker erschossen. Ach, Mann. Au. Gut. Nein! Da geht noch was. Ich lade im Kampf gerne nach. Ja, ich auch. Weißt du, wer im Kampf auch gerne nachlegt? Deine Mutter. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber es war bestimmt beleidigend. Au. Au. Gut, dass die Rationen nur die Hälfte der Energie wiedergeben. Ach, jetzt habe ich nur noch einen Schuss. Schieß mal. Ja. Es lädt nach! Nein. Fuck you! Ocelot, stopp! Stopp! Nein! Nein! Und? Na komm! Du willst es doch auch! Wie der sich wirklich hinter die Säule versteckt. Yes! In your face, bitch. Ey, wir haben doch... Hab mich doch aber ganz schön fertig gemacht. Playtime's over, friend. You're not cut out for war. Don't worry, I'll kill you quickly. Na, ah, jetzt kommt eine awesome Sache. Ja. Da war die Hand weg. What? What? What the hell? Wie denn das jetzt geschafft? Das hat er nicht gemacht. Sondern jemand mit einem alles zu durchschneidenden Katana. Awesome! Vielleicht macht's bumm. Wir haben doch gelesen gehabt davon oder gehört, dass da noch ein Eindringling ist. Ah. Der schon 3 Leute umgebracht hat oder so. Das konnten wir ja nicht sein, weil wir zu dem Zeitpunkt noch niemanden umgebracht hatten. Cyber Ninja. Stealth Camouflage. Cyber Ninja. der wird keinen Revolver halten. Ja, jetzt hat er seine Revolverhand verloren. Das ist ganz schön scheiße. Can't you even die right? Ja, die kennen sich offensichtlich schon. You were lucky. We'll meet again. Wie er mit dem Katana die fette Säule durchgeschnitten hat, ey. Who are you? Wenn sie eigentlich besser ist. Cyborg? Like you, I have no name. that exoskeleton. Dem scheint es nicht so gut zu gehen im Kern. Kurzschluss. Irgendwas falsch verkabelt. Leckt ein bisschen. Warum will er gegen uns kämpfen? Wir haben nur nichts getan. Muss halt schon echt gut sein, wenn man ja. Eine Kugel im... Geil! Ich werde gerade wieder zum kleinen Kind, ich finde das total cool. Ja! Ja, also Cyborg kann man sowas machen. Lernen wir daraus.
Ja, das ist auch so cool immer. Ich weiß nicht, wozu es da ist, aber warum Leute so ihr Schwert hinter sich herschleifen, aber es ist cool. Wie so ein Flummi. Ja. Who the hell? Das fragen wir uns auch gerade. Aber jetzt ist auch alles in die Luft gegangen und nichts ist passiert. Ja. Also alles gar nicht so schlimm. Naja, die meisten der Kabel hat ja der Ninja durchgeschnitten gehabt. Also nur maximal ein paar in die Luft geflogen. Was ist mit seinem Arm? Abgeschnitten? Keine Ahnung. Nee, sieht doch so aus, als wäre da auf der Seite nur der Mantel irgendwie außen drüber. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Quasi. Answer my question. What about your code? There's no time. Der Geheimcode. I talked. What? No. Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Schlau. Surgical implants? Kind of like psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes. Und der billig Isolierung ist dann so ein Silberpapier. Of course. Ja. The DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Dann hat der DARPA-Chief uns vielleicht angelogen. Hm. Wenn er auch so ein Implantat hat. So sieht der auch nicht aus. Ja. Scheint kalt zu sein. Siehst du, deshalb ist er arm. He's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. You're a funny guy. Oh yeah. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? No. It can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up. Hör auf uns zu schlagen, Idiot. What's wrong with you? Diese Kamerageräusche. I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Aber es macht Spaß, ein Fool zu sein. Anyway, the terrorists have both codes now. Das ist nicht gut, das ist nie gut. Totally noch schlimmer. They wouldn't hesitate to launch. I agree. But what do they really want? Cool sein. Jeder will dazu. Jeder will mal Atomwaffen haben. Das ist auch ein Hauptthema der ganzen Serie. Das ist immer die Waffenindustrie und so, die Kriege anfacht. Das ist meistens der Hintergrund der Spiele so ein bisschen. Card keys? Card keys? To override the detonation code, I heard you had them. No, not anymore. What? Who does that? Was denkt ihr denn, dass er nicht durchsucht wurde? Nö. No, that woman. Oh. Woman. Da ist doch welche. A soldier that was thrown in prison along with me. Also müssen wir sie jetzt finden. That female soldier. She said that she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the colonel's niece? Aha. I gave her the key. Looks like she managed to break out. Dann hatte der Colonel vielleicht noch andere Gründe, uns da reinzuschicken. Nicht nur um Terroristen aufzuhalten. Sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes. She stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her.
I'm sure she has it. What frequency is she at? Oh, yeah. Habe ich leider vergessen. Und jetzt kriegt ihr auch einen Herzinfarkt. Natürlich. Jetzt komm schon, sag's halt. Oh, sorry. I forgot. No! Oh, that's right. It should be on the back of the package. Try to contact her. Das ist so genial gewesen damals. Dir ist der Kopf explodiert als kleiner 10-Jähriger, der du mit deiner PlayStation da sitzt. Du musst echt hinten auf die Packung gucken, um einen Code zu finden. You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Ach, wo ist jetzt die Verpackung? Ja, müssen wir gleich mal suchen. Alter Falter. Genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. Dann suchen wir Hal Emmerich. Can't come up with anything. Well, you'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. Okay, wissen wir, wohin müssen. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The nuclear threat hasn't disappeared. The threat is more real than ever before. No. Hört sich recht real an. Ja. Vor allem kommt jetzt nochmal heute mal eine extra lange Folge. Aber das kann man hier nicht so richtig beeinflussen bei dem Spiel. Listen. Have you ever seen a warehouse full of nuclear waste? Ich glaube, hier sieht man, wie wichtig das ist, dass es wirklich mit der Wirklichkeit zusammenhängt. Ja. Ist das nicht irgendwie ein Szenario, was man sich ausdenkt? Mehr oder weniger? Das hängt halt an der Wirklichkeit dran. Aber Metal Gear gibt es doch auch in echt, oder? Natürlich, gibt auch unsichtbare Ninja. Ja, ne? Cyborgs. Hast du schon mal einen gesehen? Nee. Siehst du? Das stimmt ja alles. Also. No. Not only that, several pounds of muff are reported every year. Muff. It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Auch Ninja. Ja. Wenn die Ecke finden. Russian nuclear engineers in particular. Ja, das ist ein großes gesellschaftlich-soziales Problem, dass so viele russische Atomingenieure keinen Job finden. Ja. Ja, so ein bisschen wie die Schleckerfrauen bei uns. We live in an age where any small country can have a nuclear weapons program. Sogar Nordkorea. The Russians and Chinese still pursue a policy of deterrence. Jetzt sind sie wieder die Bösen. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. Also bauen wir doch einfach einen laufenden Kampfroboter. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. So cool. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Solid liest Zeitung. And after my company lost their bid to produce the U.S. Air Force's next line of fighter jets, the Metal Gear system was our last ace in the hole. Der ist schon zweimal verkackt in den Vorgängern. Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black project. Natürlich haben die einen Schwarzgeld von. Wo man auch die Nutten und die anderen Partys. Natürlich. Man vermeidet Bürokratie. Sehr gut. Not even that. Bunch on the military oversight committee. Bribe. Just call it the military industrial complex. Na, das ist das Lieblingsthema von Kojima. Metal Gear was going to be military industrial complex. After the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you or your company. Wenigstens ehrlich. Yes, that's about what I'd expect from someone like you. Ouch. Here. This is what you came for, right? Zerbricht das. Komm. Ja. What's that? An optical disc. It's all here. Warum hast du keinen USB-Stick? The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb.
I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. Wo? They don't know this disc exists. Ja, heutzutage ist schon einfach, ein USB-Stick zu verstecken. Ja. Kann man einfach runterschlucken. I'll give you my card too. Wo hat er die auch noch versteckt? Level 2 doors. Das Hähnchen habe ich auch noch dabei. Brauchen Sie vielleicht zufällig auch noch einen Regenschirm? Sind die Gasgranaten losgegangen? Ja. Ja, der geht nirgendwo mehr hin. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Oh. Solid. Was that ninja thing? Ja, das interessiert uns aber auch. Like you knew something. That ninja? Ich hab keinen gesehen. That was Foxhound's dark little secret. Mm. Dark little secret. An experimental genome soldier. Der hat auch einen Herzinfarkt. Bloß nicht zu viel verraten. You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. Haben wir wieder was zu tun? Können wir sie anrufen? She knows better than I. Naomi. Mm. You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... Gott sei Dank. Das Gerede ist endlich zu Ende. What? War schon eine ganz schöne Frage. What did you do to me? Ja, gar nichts. Wir haben doch gar nichts gemacht. Pentagon bastards. So they actually went and did it. What the fuck? Das ist zerquetscht für euch. Ja. They're just using das ist doch mal ein Twist. Ist er jetzt eine Art Empfänger oder Sender oder so? Wahrscheinlich, oder? Vielleicht sorgt seine Anwesenheit, seine Nähe dafür, dass dieser Computerchip oder so, den sie implantiert haben, irgendwas ausschüttet, damit sie sterben. Ja. Sie benutzen Solid Snake, um die Leute alle zu töten, damit sie nichts verraten. Zeugen zu eliminieren. Ja. Der absolute Wahnsinn. Okay, das war jetzt gerade so viel. Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Und es endet nicht. Es endet einfach nicht. Ja, du bist mal ganz ruhig, Naomi. Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, Kaliumchlorid oder Digoxin. Ja, Digoxin. Damn. Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Naja, dir kann ich offensichtlich gar nicht vertrauen, du weißt ja nix. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Ja, mach mal. Snake, get a hold of yourself. Ja, ist ja gut. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Noch ein Special Agent? Yes. We have no one like that in our unit. Ich dachte, du weißt was. Right. Snake, I'm counting on you. Aber die Sache ist die, wenn man Naomi oder so mehr vertrauen kann als ihm, und er sagt, wir sollen ihr vertrauen. Was ist denn jetzt, Sebi? Ja, es ist schwierig, ne? Es ist so wie, der eine sagt, er sagt die Wahrheit und der andere sagt, er sagt immer die Unwahrheit. Und hä, was denn nun? Ja gut, die Folge war extra lang. Wir haben so unfassbar viel erfahren und so viele neue Fragen, die müssen wir alle in der nächsten Folge beantworten. Die arbeiten wir dann ab. Die arbeiten wir die nächsten 20 Folgen noch ab. Ja, da haben wir noch gut zu tun. Bis zum nächsten Mal.